Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Great Journalism. Our little sex tape sent Sloppy Poppy in a full-blown meltdown. How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. All in good time. The truth comes first. I'll be in touch. Ja, ich bin Rick Talin und ihr schaut Replay Games for You. Das ist die Sache, die bin eigentlich versucht, hier jetzt die nächste Lester-Mission anzugehen, weil ich vermute fast, dass wir die erstmal aus dem Weg bekommen müssen. Und im Zuge dessen werden wir jetzt unsere Anteile an der Zigarettenmarke verkaufen. Bestätigen. Weiter. Alles klar, das passt. Damit wir hier ordentlich Profit schlagen können. Und auf geht's. Wieder zu Lester. Bin ich mal arg gespannt, wie sich das entwickelt. Na, okay. Das regt mich so auf, dass die beiden anderen da jetzt im Moment nicht spielbar sind. Das ist so billig irgendwie, finde ich. Ich meine, klar, wenn man die Story so hinschreibt, dann ist es natürlich notwendig, aber andererseits ist es total bescheuert. Bei einem Spiel, das darauf ausgelegt ist, immer wechseln zu können und so weiter und so fort. Und dann wieder auf den einen und dann vor allen Dingen auf den nervigsten Charakter festgelegt zu sein, das ist so zum Kotzen. Ich weiß ja nicht, welcher Charakter gefällt euch am besten, Franklin oder einer der anderen beiden, Trevor und Michael. Ich persönlich kann mich am ehesten, ehrlich gesagt, mit Michael identifizieren. Trevor finde ich ganz amüsant, ohne weiteres. Und Franklin geht mir einfach nur am Arsch vorbei. Mal ganz im Ernst. Den brauche ich nicht. Aber was soll's, so ist es nun mal. Kann und will ich auch nichts dran ändern. Wie hier immer die Telefone klingeln, der Wahnsinn. Jackson Skinner, he's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorist on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Okay, fruit. Da müssen wir investieren. Fruit. Flyers. Fruit. Womit ist ein Fruit? Fruit. Vielleicht bei Borsack. Ah, hier. Sollten wir kaufen? Jetzt habe ich mir Kopfhörer rausgehauen. Gibt's überhaupt gar nicht. So, aber nichtsdestotrotz, das hält mich auch nichts davon ab, hier einzukaufen ohne Ende. So, beziehungsweise mit den bescheidenen finanziellen Mitteln, die wir haben. Komm. Das wäre ja dann auch schon das dritte Attentat. Bestätigen. Alles klar. Könnte sein, dass das einen Haufen Geld bringt. Wo ist unser Auto? Hier ist unser Auto.
dass man nicht mal anspringt, wenn wir es anmachen wollen. Lustig. Ja, ja, Straßenschilder sind nichts für uns. So, komm. Oha. Gerade so durchgepasst. Stellt euch mal vor, ihr müsstet als GTA-Charakter tatsächlich Versicherungen für euer Auto zahlen. So im Sinne von, dass auch die Prämien und dergleichen höher werden. Könnt ihr euch nicht mehr leisten, sag ich euch. Oder ihr würdet anders fahren, das kann natürlich auch sein. So, wir sollen eine Prostituierte überwachen, habe ich gehört. Das Gute ist, es ist diesmal wieder nur einer, den wir umballern müssen. Damn, that must be my girl. Okay, wir müssen jetzt warten, bis sie es tut und dann den Fahrer ertöten. Alles klar, ich verstehe. Machen wir mit dem 50er Kaliber, würde ich sagen. Dass man da tatsächlich Termine mit denen ausmachen zu können scheint, ey. Wie unser Auto qualmt, guckt euch mal hinten hier die Auspuffanlage an. Also ganz fit wirkt der ja nicht mehr hier. Ob er das ist? Das ist ein total schäbiges Auto, ey. Der ist es bestimmt. Der ist es, auf jeden Fall. Den haben wir ja umgehauen, ey. Das ist sau gut, wenn du beim Fahren jemanden töten musst. Hey man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Yeah. Sehr gut. Klar, wollen wir speichern. Müssen wir ein bisschen warten, bis wir hier tatsächlich dann die besten Kursentwicklungen abgegriffen haben. Und zwar warten wir hier an der Station. Ich würde nämlich gerne mal mit so einem Ding fahren hier, ehrlich gesagt, mit einer Straßenbahn. So, dann gucken wir mal. Schon 27%. Sehr gut, sehr gut. So ab 40-50% rum sollten wir verkaufen, denke ich. Okay, das ist eine lange Strecke, die die abfahren. Hehehehe.
abchecken. Erstmal an die Finanzen. Prozent. Also das steigt auf jeden Fall. Das ist gut. Aber warum sollten die Flut-Aktien steigen, wenn man nur einfach einen Hacker oder was da umgelegt hat? Das macht doch gar keinen Sinn. Bekommen die Aktionäre das alle mit und alle, die an der Börse aktiv sind? So nach dem Motto, ey, Hacker XY ist in Gustavshausen umgebracht worden. Jetzt ist die Apple-Aktie gleich viel mehr wert oder was? Und da kommt sie. Vielleicht können wir die auch klauen. Oh Mann, wie geil wäre das denn? Komm, geh auf. Es geht auf. Man kann einsteigen, Leute. Aber klauen kann man es nicht. Man kann nicht rein. Kann man sich hinsetzen? Dungeon Crawler, okay. Na komm, mach zu, wie lange willst du hier noch stehen bleiben? Yeah, der macht tatsächlich zu. Fährt er jetzt weiter, oder was? Wie geil! Man kann tatsächlich hier mit der U-Bahn fahren. Oder Straßenbahn. Die aber von U-Bahn aus. Tatsache, das geht. Wie geil ist das denn? Hier sind wir doch durch den einen Heist, sind wir doch abgehauen durch so einen Tunnel. Wie geil. Am Ende kannst du dann auch tatsächlich bei so einer Station aussteigen. Das ist ja geil. Oh Mann, wie gern würde ich so ein Ding klauen. Und hier sind wir bei der U-Bahn-Station. Jetzt müsste er eigentlich anhalten. Macht er auch. Der Wahnsinn. Jetzt können wir hier raus, oder was? Verarsch mich schnell. Wie geil. Gefällt mir echt gut. Bin ich von begeistert. Gucken wir mal, was die Portfolio-Aktien gemacht haben. Du. 40% mit Tendenz nach oben. Ja, würde ich mal sagen, dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich schon mal fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.